Hey! Hey, Knöckli, Hey! Salami, Saletti! Wer ist denn das? der Checo, welcome Hoi back, zusammen! man. Ja, danke für die Einladung, Ja, dass bitte, wir auch wieder mal Sprite Number dürfen. One ist back. He? Ja, ich darf auch wieder mal mitmachen. Ist lässig. Haben Sie mich genug lang Ja. ausgeschlossen? Nie habe ich eine Einladung bekommen. Ja, schon, aber wir sind immer dran gewesen. Ja, Ja, ich Abschluss, sehe es, ich sehe es. Abschlussprodukt. Sehr, sehr effizient. Bin gut dachte. Ja, Ja, da das ist so hätten ein die mich auch noch können Gängli. brauchen. He? Ich habe gedacht, wir machen das mal mit dir noch checken, weil das kennst du ja noch nicht. Danke Mal schauen, wie lange es geht. dir. Also fangen wir Fuck. an. Da hast du mal Kisten. Weiß Jeder nicht. kann das Inventar von einer Kiste nehmen. Kannst mit L2 draufklicken. Ja, so Und blöd bin ich ja nicht. nachher mit Wie, Dreieck bis gerade alle jetzt? abladen. Checko, dann Fertig. kannst du da reinstehen. Und du siehst vorne den braunen Knopf an der Wand, oder? Jetzt kannst du mal zu mir rüber schauen. Ich drücke jetzt zuerst. Hey. Ah, oh, da ist er, ja. Ja. L2. Oh. Sehr Gut. schön. Passend Bin die jetzt am Laden. Uniform. Ja, so ähnlich. Ja, hallo, ich sehe mich nicht. Ja, ist das, Drück was mal ist das, ein L3. Rüstungsmaker? Ja, kannst du direkt so anziehen. Ja, Drück Messi. mal L. Da denke ich nie mehr. Also mit 3 kannst du es rausholen und nachher auf die Rechtsseite anstehen. Dann hast du eine anständige Rüstung, die du brauchst. Nein, nein, ist easy. Ja, ich würde. Er schießt an die Ja. Homosexuellen, ja, also komm ich. Ja, musst du zuerst abziehen. Oder dann Ah, halt was wechseln. sagst du? Dreieck drücken, dann kannst du oben dein Männchen. Oh, dann muss ich jetzt alles, muss ich. Ja, dann musst du alle Ist vier gut, ein bin ich jetzt Dreieck nackt? raus tun. Ist jetzt gut? Nein, du musst mit Dreieck Was? runter. So ist es immer noch bei mir. Ah, jetzt verstehe ich. Ah, blöd, blöd Genau, gesagt. rausnehmen und dann kannst du auf die Seite stehen, wo wir waren. Okay. Und nochmal den Knopf drücken. Ja, solltest du schön reinstehen. Ja. Ah ja, da bin ich, hä? Gut. Super! Ja, das ist hure kompliziert, hä? Ja, Okay. jetzt will ich wieder in die First Person wechseln. Bin ich? Spritey Gut. Fox. Kannst du mal die Spritey Schilder lesen? Fox, hä, Knut? Spritey Da Fox, ja. links Grüß mal da steht, mal. finde den Ausgang. Finde den Ausgang. Viel Glück, Spritey Tux. Spritey Fox. Jo. Gehen wir Jaco, doch mal wo da. bleibt, hä? Ich bin schon vergessen. Wolltest du vorauslaufen, Checo? Oder laufst du mir Natürlich. hinterher und der Knot zuhinterst? Knoten, hast du Also gehört, so. ein schöner Pfeil da oben. Mal schauen, was da ist. Oh. Oh, Lava, Obacht. Soll ich mal probieren, runterzukommen? Nein. Hä? Aber da ist ein Ich tue Pfeil nicht. oben. Warte. Nein! Yeah! Checko, komm mal. Vergiss es. Das habe ich mit dem Mal. Rössli schon mal gemacht, letztes Mal. Ja. Oh, getrau dich. Okay. Hey, Geronimo. Hey. Jo, Knut, komm mal. Jo. Geil, er nimmt dir fast kein Leben weg. Das ist noch gut. Das ist gut, das Also, ist gut, Checko, das ist um gut. dich noch schnell introducen, das ist so ein Gang, wo wir den Ausgang suchen müssen. Das heisst, es hat verschiedene Türen. Und die sollten eigentlich alle ohne etwas zu zerstören funktionieren. Das sind Türen. Ja, es hat ganz viele verschiedene. Probier's mal. Ja, also ich sehe nur drei. Ist zu. Okay. Okay. Ah, die ist Oh! auf. Egal. Die ist auf. Ah, also, oh. Kannst du mal da durch? Da hat es einen Hebel. Und einen Knopf. Und der Ja, der Geist. Knopf ist Siehst du? verboten. Was soll ich mit dem Hebel? Ja, der Gang geht immer in die gleiche Richtung, das ist einfach. Oh, nur einmal, Excuse, bitte. ja. Überhastet. Gut. Wow. Das Da nochmal ein Fallgitter, Hebel, hä? ne?
Ja, da müssen wir noch schnell ausholen, leider, weil das ist ein Bug. Eigentlich sollten Holz und Stein so in sich nicht verbinden. Das wären eigentlich so gerade Dinger. Aha. Und aus dem Grund muss ich es halt schnell so aufmachen. Das ist seit dem Update leider nicht mehr so. Ohne Scheiß. Ja, voll. Ja, Scheiße. Aber eigentlich könntest du durchlaufen dann, ja. Okay. Da ist wieder zu, hä? Ja, jetzt ein Knopf. Auf der anderen Seite mal schauen. Jetzt auch noch einen. Aha. Ah, ja. Hey! Oh, ist wieder zugegangen, hast du gesehen? Ja, aber das andere ist weg. Was für ein Wunder. Sollen wir mal da drücken? Ja, probier mal. Oh! Wow. Nein! Bitte mach mal auf, andere Seite. Hey. Hey, das ist aber geil. Ja, aber hey, wie. Mach nochmal. Soll ich mal zumachen? Ganz verrückt. Okay. Und jetzt, wenn du es aufmachst, es ist eben verrückt, weil es geht runter und nachher tut sich der Boden wieder herstellen. Genau. Redstone. Ganz geil. Aber wenn du genug schnell reinläufst, versuchst du wahrscheinlich, ja? Ja, es wird wahrscheinlich schnell runterziehen. Probieren wir es nicht. Also, da würde ich dir vorschlagen, sprinten, also zweimal führen mit dem Analogen. Ins Schwarze rein da? Mhm. Ja, einfach gerade durchlaufen. Da kann dann nicht viel passieren. Okay. Wir sind geil. Ich frage gar nicht, wie viel Zeit das braucht. Da wird es wahrscheinlich weitergehen, da hinten. Mhm. Aber da können wir nicht aufhören mit Gumpen. Naja, ich glaube, da sind wir in einer Sackgasse. Mhm. Jetzt müssen wir mal suchen, wie wir da weiterkommen können. Ist eigentlich immer in dem Raum, wo wir sind. Ah, ich habe einen Hebel gefunden. Schon? Warte, ich gehe mal auf die Knie. Ja, dann kannst du nicht drücken so. Ah, dann, ja, dann haben wir das Problem. Dann haben wir das Problem. Ja, was hat man? Jo, kann er? Schau mal in den Gang rein. Hey! Geil, steck dich auch! Hey, jetzt bist du ja schon fast am Schluss, da musst du kumpen. Oh nein, ist aber kein richtiger Steg. Ja, wir haben uns nicht können leisten. Das ist schon am Anfang, ja. Oh, wieder Lava. Aber da durchlaufen ist tödlich eigentlich. Ja, es geht. Wie machen wir das? Es geht mit dem Anzug, das haben wir ja herausgefunden. Nein, das war aber nur der andere, wenn er gerade Wasser unter dran hatte. Ja, vielleicht gehst du ab und nachher bist du tot. Yeah. Ja, dann drücken wir doch mal auf den Knopf. Drück mal. Nützt überhaupt. Ah, doch. Oh. Da hat wohl einer den Lavahahn zugemacht. Okay. Ja, dann laufen wir weiter. He? Mhm. Neuer Raum. Das ist wahrscheinlich da die Tür. He? Das ist ein bisschen Resident Evil. Da hat es Kiste. Da hat es ein bisschen Pyros drin. Schon. Ich weiß nicht, ob man da etwas kann. Ja, schau mal ein bisschen um im Raum. Ist irgendetwas speziell oder komisch oder passt nicht? Oder? Der Knochen sieht ein bisschen komisch aus, aber das ist wahrscheinlich nicht. Ja, das ist normal. Das ist normal. Ja, warte, jetzt, da hat es irgendwie so Bodenplatten spezielle. Aber was mich am meisten stört, irgendwie, geometrisch wäre ja der Raum, aber irgendwie an dieser Wand, da fehlt etwas. Ah, dort fehlt der Fackel, hä? Oh ja. Dort fehlt der Fackel. Ja, komm, mach eine. Es hätte da in der Truhe. Hat's? Ja, sie nimmt. Komplettiert sie das Zeug? Wie nimmt man schon wieder? Drück. Soll ich eine Redstone-Fackel nehmen oder eine normale? Das ist mir egal. Was du am besten findest, was am besten dort anpasst. Was logisch wäre. Also optisch sieht es für mich nach Redstone aus. Okay. Von der Logik her kann ich nicht viel sagen. Logisch, was mit den Türen passiert. Wie? L2. Hey! Wie? Hey. Geil. Hä? Nur mal eine an, hast du gesehen. Der baut es gerade wieder ab. Ja, geil, aber das ist ein Trick. Du mal eine andere Fackel an, komm. Ja. Ist die andere Ecke?
warte, ich komme schnell. Ich kann sie da. Oh, ich ist nicht mehr rum. Ist nicht mehr rum. Ja, ich kann sie. Passiert nichts, hä? Nein. Ich will nochmal Redstone nehmen. Wie sieht es aus mit Ofenkartoffel? Nein, dann nicht. Das ist nicht platzieren. Oh, jetzt hast du zwei, ich mach nicht so viel. Ja. Hey, yeah. So, weiter geht's. Also das Ziel wäre, möglichst schnell durchzukommen. Ja. Okay. Aha, so, ja. Es hat noch ein paar Rätsel. Also, nächster Raum ist geöffnet. Oh, scheiße. Kopf, Deckel. Ah. Oh, schön. Eine Oase. Gell? So, jetzt suche ich wieder nach geografischen Missständen oder geometrischen Missständen. Ah nein, schau. Ich kann es schon. Oh, kannst du den drücken? Ja. Hey! So geil. Ja, läufst voraus, Jacko. Ich würde da mal sagen, zuerst ein bisschen nach rechts schauen. Oh. Oh, der Christmas Grinch. Warte schon, bleib mal stehen. Oh. Jetzt eigentlich, wenn du von meiner Seite zu laufen kommst, kommst du zuerst auf die Druckplatte und dann macht er so. Zuerst schaut er zu mir rüber. Ah, das ist so ein Bild, das dich verfolgt, hä? Ja. Weißt du, wo die da wo man eigentlich anwendet. Oh, jetzt schaut er mich wieder an. Da bitte schau, dass es runtergefallen ist, hä? Ah. Ja. Das ist jetzt aber wirklich das Geilste, was wir schon je gemacht haben. Also da oben. Siehst du, er blinzelt sogar noch. Ja, das ist besonders geil. Sehr geil. Also, das ich würde sagen, cool. Da geht es wahrscheinlich weiter, hä, Checko? Aber da ist das Gitter zu. Wirklich geil. Okay. Ich sehe auch keinen Schalter. Ja, das ist der Fall klar. Da musst du einfach kaputt. Da hat es noch das Gesicht. Ja, dann macht er echt die Wand kaputt. Sehr klar. Okay. Das ist nicht das Ziel von der Sache. Musst du da ins Maul rein? Da, das, was ist das? Ein Goldzahn oder ein Gel? Ja, voll. Bist kommt das Gesicht bekannt vor? Was habe ich? Wieso sag ich mal? Bist du das? Wow. Nicht gut machen. Also du kannst mal die Hacke weg checken. Ich habe es nur am Anfang gebraucht bei diesen Zäunen. Ah, kannst du da aber rühren. Weg. Ja. Du kannst sie. Aha, ja, nein. Oh, was hat es da? Oder hat es einen Schalter auf der Seite? Ich mache den mal auf, damit du nicht runterfallst, checken. Aha. Hey! Hey. Das hat die Fresse offen. Geil. Ja. Wollen wir ihm etwas essen geben? Ja, hast du etwas? Was hast du am liebsten? Ich habe nur Potatoes. Ich rühre mal Potatoes rein. Ich habe auch noch Ofenkartoffeln. Mal schauen. Oh. Vertreibt er nicht, hä? Scheiße. Was hast du noch gern? Sticks? Ja, Hamburger. Ich hätte noch Sticks. Ich gebe dir mal einen Stick, ist gut. Mhm. Oh. Help! Hey! Er ist. Also, Moment, schnell. Kannst du nicht schnell hauen. Dingsel. Oh, warte, jetzt bin ich bei der Mine. Ah ja. Oi! Okay, merci. Ja, hast du gesehen, die Tür ist aufgegangen, wenn ich ihm dann das Dick gefüttert habe. Wenn ich aber falsches Zeug füttere, das will er irgendwie nicht. He? Dann spuckt er es dann. Ja, aber das würde ich technisch gerne wissen, wie das funktioniert. Ja, du kannst vergleichen, jedes Item hat so eine spezielle ID eigentlich. Du kannst so sagen, dass nur das Item soll weitergehen und dort rausgehen und alle anderen Items haben wir dann da in den Dispenser rein, wo dann mit Redstone-Signal eigentlich da wieder ausspuckt. Ich habe dir auch einen Axt gegeben zum Fressen.
Also ist das etwas Einfaches oder ist das sehr komplex? Ja, es ist schon so Medium, hast du gesehen, und jetzt kommt die Axt wieder raus, wenn sie nicht watscht. Wenn ich dir jetzt nochmal einen Stick geben würde, was du watschst, du hast ihn ja nicht rausgekotzt und siehst hinter die Türe. Aha. Ist zu. Jetzt gibt es nochmal einen Das ist aber Stick. geil. Und offen. Das ist aber geil. Nimmt mich wunder, ob das jemand herausgefunden hat. Ja. Weißt Ja, du, wenn du okay, die Leute Sticks einfach sind schon ein bisschen fies. rausgehen Wir hätten so irgendwie noch ein Schild anmachen, den Zombie lassen. einen. He loves Sticks. Ah, oder so, He loves what food Sticks. does he love? Ja. Dass die Leute selber hätten herausfinden Ja, aber eben, müssen. ja. Siehst du beide Videos, verschiedene Versionen, wie wir es machen und wir das zweite. Dann siehst du ein bisschen die Differenz. Eigentlich da ist hauptsächlich ein Schalter, wo nachher das Maul aufgeht und dann könnte man denken, ah, das Maul geht auf, vielleicht muss man etwas zu essen rein tun. Aber Aha. wir hätten eigentlich auch können Chicken nehmen oder sonst etwas, was du gerne hast. Also ja, Okay. der normale Max Masterman. Also gehen wir weiter. Das Ziel ist eigentlich möglichst schnell durch, aber gleich, wir lernen immer ein bisschen Zeit zum Staunen. Aber der ist wirklich heikel zum Durchkommen. Also ich würde nicht. Ja, Aber ich muss ja vielleicht hat es fast, irgendwo einen oder? geilen Schalter. Ich würde zuerst die Außer, sichere warte. Version probieren. Ich tue da vielleicht Sticks füttern. Nein, das Loch hast du gemacht, das wissen wir Ja, zusammen. stimmt, ja. Aber gang mal ganz an die Wand über, wo ich jetzt bin, links. Links von mir aus, So. von dir aus, Und dann so. siehst du irgendetwas rausstehen. Oh ja. Ja, jetzt sehe ich es. Yeah. Also immer nur eine drücken, jeden Schalter. Oben geht es zu. Aha. Ah, ja. Ego. Lacke, wie geht denn das? Schön gemacht. Wieder ein Raum mehr. Ja, aber schon wieder Stämmerade. Aber wir müssen immer Das da Lava durchlaufen. da nicht, hä? Die Lava kommt zum Glück nicht runter. Jetzt haben wir da eine Kiste, hä? Was ist denn das? Glowstone Staub. Ich tue mal Sticks rein und Potatoes, siehst Das hast du aufgelesen vorher. du? Passiert Aha, nichts, hä? okay. Hast du eine einzelne Fackel im Inventar, nicht 64? Nein, ich glaube nicht. Nein. Hau mal eine von der Wand weg, nachher hast du eine. Das ist das Einzige, was wir sonst noch hätten. Rühr mal eine rein. In die Kiste? Jupp. Das andere Zeug hat er nicht. Oh. Hey, geil. Jetzt Okay, kannst du das mal hätte ich zuschauen, wie nicht die Türen herausgefunden. aussieht. Ja, es wäre eigentlich darum gegangen, dass du möglichst wenig Inventar hast, auch keine Blöcke kannst abbauen und so. Und das Einzige, was du in diesem Raum hättest, wäre Fackeln an der Wand, oder? Wie alles andere Zeug Ah. bleibt in der Kiste drin und ein kennt der Gamer erkennt unter den Trichter und weiss, ah, vielleicht geht etwas weiter. Und das haben wir so Aha, eingestellt, okay. dass alles in der Kiste bleibt, außer nur Fackeln durchgehen. Und wenn die Fackeln durchgeht, dann gibt es ein Signal und macht Türen auf. Kannst du mal die Türen anschauen, nochmal, wie sie zugeht? Die Schaltungen von der Türen sind immer speziell, aber meistens, wenn du den Schalter drückst, siehst du Türen nicht. Geil. Das Verrückte ist, es sieht gar nicht wie eine Tür aus. Ja, aber eben, wenn du ja schon von Anfang an weißt und uns als Guide hast, dass es immer geradeaus geht, der Gang. Ah, ja, okay.